Sie schauen Neu 1 und hier ist es jetzt Zeit für das Neu 1 Journal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen hier bei uns im Regionalfernsehen aus Neubrandenburg. In unserer Sendung wollen wir Ihnen Jana vorstellen, die junge Frau und leidenschaftliche Künstlerin floh mit ihrem Sohn vor dem Krieg aus der Ukraine und lebt jetzt in Ferdinandshof. Außerdem besuchen wir das Myrizeum und zeigen Ihnen, warum sich ein persönlicher Besuch dort lohnt. Erst einmal haben wir aber ein Streiflicht für Sie von der Interkulturellen Woche in Neubrandenburg. Bereits zum 17. Mal fand in Neubrandenburgs Innenstadt das internationale Suppenfestival statt. 9 verschiedene Suppen aus 9 unterschiedlichen Ländern wurden angeboten. Mit Tomatensuppe aus Italien, Soljanka aus Russland oder Käselauchsuppe aus Frankreich war für jeden Geschmack etwas dabei und lockte viele Menschen an. Veranstalter wie in jedem Jahr war das Soziokulturelle Bildungszentrum, die im Rahmen der Interkulturellen Woche mit dieser Aktion für die Vielfalt und die Völkerverständigung ein Zeichen setzte. Denn in Zeiten wie diesen ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Es ist einfacher, miteinander zu essen und dann zu sprechen, weil man erst einmal ein ganz einfaches Thema bedienen kann. Wie schmeckt es? Wo kommt das her? Und dann kommt man sicherlich auf die uns sehr wichtigen Fragen, nämlich die des Friedens, des guten Miteinanders und der gegenseitigen Akzeptanz. Mit der Arche N als Kulturhaus, der mobilen Experimentierwerkstatt, dem Märchenhaus oder dem interkulturellen Garten am Reitbahnsee ist das SKBZ in Neubrandenburg ein wichtiger Ansprechpartner für die Menschen und ihre kulturellen, sozialen oder politischen Interessen. Seit über 30 Jahren leisten sie hier in der Stadt die so wichtige soziokulturelle Bildungsarbeit. Und da brauchen wir immer freiwillige Helfer, die natürlich auch ein bisschen Taschengeld bekommen und die auch Bildungstage haben und die das Vereinsleben mit uns gemeinsam gestalten können, wo natürlich auch der kulturelle Wert, den sie dort erwerben können, ich sag mal die kulturelle Kompetenz, aber auch vielleicht wieder ins Arbeitsleben zurückkommen können oder es erst beginnen können. Würde mich sehr freuen, wenn die Leute sich bei uns melden würden. Und auch an diesem Vormittag hatten sie alle Hände voll zu tun. Unter den Löffeln einer auserwählten Fachjury wurde dann noch durch einfache Punktevergabe die schmackhafteste Suppe ermittelt. Die vietnamesische Rindfleischsuppe wurde vor der polnischen Kartoffel und der tschechischen Kohlsuppe zum Sieger auserkoren. Insgesamt war das internationale Suppenfestival für alle Beteiligten ein voller Erfolg und machte die Menschen nicht nur satt, sondern auch glücklich. Glücklich ist man auch in der Neubrandenburger Kranichschule, denn diese kann nun frisch modernisiert durchstarten. Zurück in die Zukunft lautet das Motto der Neubrandenburger Kranichschule, denn sie durfte nach 4-jähriger Bauzeit vom Ausweichquartier zurück an alte Wirkungsstätte ziehen und kann dort nun unter modernen Bedingungen den Schulbetrieb gestalten. Viel Spaß mit der neuen Schule. Ich sage ganz herzlich Dankeschön. Wie gesagt, ich freue mich, dass wir alle heute hier sind, dass wir gemeinsam die Eröffnung der Kranichschule feiern. Rund 4,1 Millionen Euro hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in die Modernisierung investiert. So lud Landrat Heiko Kerger zur Wiedereröffnung der Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung ein. 2011 übernahm der im Zuge der Kreisgebietsreform neu geschaffene Landkreis die Schule in seine Trägerschaft und hatte in den folgenden Jahren mit einem Dutzend Wasserschäden zu kämpfen. Wir haben dann ein Gutachten beauftragt und haben dann festgestellt, was muss ertüchtigt werden. Und das war eben das gesamte technische Netz. Wir haben aber in diesem Zuge auch mit der Politik besprochen, dass wir hier die Räume, die wir haben, erweitern, dass wir also zusätzliche Räume bauen. Das war bitter nötig. Die Kranichschule ist mal gebaut worden für ca. 78, also 80 Schüler. Heute reden wir über 140 Schüler. Also wir haben modernisiert, wir haben grundsaniert und wir haben Raumkapazitäten erweitert. Wir haben also zusätzliche Räume geschaffen für den Unterricht. Wir haben Fachräume neu geschaffen und natürlich auch für unsere Beschäftigten, für Lehrkräfte und technisches Personal bessere Arbeitsbedingungen geschaffen. Entstanden ist unter anderem eine Lehrküche und weitere Fachräume wie das Computerkabinett. Aber auch auf den besonderen Angebotsbedarf der Schüler wird Rücksicht genommen.
Wer in die Zukunft investieren will, sollte in Schulen investieren, ist man sich hier einig. So wurden auch die Außenanlagen instand gesetzt und neue Bewegungs- und Kletterangebote geschaffen, die ab sofort bespielt werden dürfen. So, liebe Fahrgäste, dann begrüße ich Sie auch ganz recht herzlich in der wunderschönen bunten Stadt Schwerin. Denn am 2. bis 4. Oktober findet hier die Feierlichkeit rund um den Tag der Deutschen Einheit statt. Und wer da alles mit dabei ist, erfahren Sie auf dem Bürgerfest-Kanal. Frische Produkte in Bio-Qualität zu fairen Preisen. Individuell online zusammenstellbar. Per Lieferservice direkt vor die Haustür. Der Biomarkt Neubrandenburg. Beiträge rund ums Wohnen in Neubrandenburg. Monatlich neu, zu sehen täglich. Hier auf Neu1, das Neuwoges-Magazin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viel wird in Deutschland über Migration und Flucht nicht nur diskutiert, sondern häufig erbittert gestritten. Wir wollen Ihnen jetzt zu dem oft anonym und abstrakt betrachteten Thema eine junge Frau mit ihrem ganz individuellen Schicksal vorstellen. Ein Schicksal, das so manches unserer eigenen vermeintlich großen Probleme ganz klein erscheinen lässt. Ein Wort, hinter dem sich Schmerz, Zerstörung, Leid, viele Tote und ein langes Umherirren auf der Suche nach Hilfe verbergen. Seit 2,5 Jahren herrscht Krieg in der Ukraine, im Zentrum Europas. In keiner Stadt ihres Landes können sich die Ukrainer unter dem Lärm von Luftalarm, täglichen Drohnen- und Raketenangriffen sicher fühlen. Deshalb versuchen sie, diese Sicherheit für sich und ihre Kinder im Ausland zu finden. Ein Ort, an denen sich mehr als 50 ukrainische Familien sicher fühlen können, ist die Gemeinde Ferdinandshof im Landkreis Vorpommern-Greifswald im Osten von MV. Hier lebt Jana, Künstlerin aus Kramatorsk, einer Stadt im Osten der Ukraine, 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Am 1. Februar habe ich meinen Sohn zur Welt gebracht. Mein Sohn war 24 Tage alt, als der Krieg begann. Es wurde sehr laut und wir gingen, sobald es Explosionen gab, mit dem Kind natürlich in den Keller. Wir saßen dort, während die Warnsirene ertönte. Wir warteten und warteten. Und dann, als es in der Nähe unseres Hauses eine gewaltige Explosion gab, beschlossen wir, dass es Zeit war, für uns zu gehen. Wir dachten, wir würden höchstens einen Monat weggehen müssen. Ja, Gott, nun ist es schon fast 3 Jahre her.
In Kramatorsk arbeitete Jana in der Schönheitsbranche und beschäftigte sich als zusätzliche Einnahmequelle mit der Malerei. Heute in Ferdinandshof malt Jana weiterhin, denn Kreativität ist für sie nicht mehr wegzudenken. Zeichnen ist für mich natürlich eine Therapie, meine Therapie mein ganzes Leben lang. Damit Sie verstehen, wie wichtig mir das ist, als wir meine Stadt verließen, hatte ich einen kleinen Koffer. Es war sehr wenig Platz. Aber ich nahm Farben und Pinsel mit, weil ich wusste, dass ich sie überall brauche. Es rettet mich natürlich. Doch nur ein Jahr nach ihrer Ankunft in Deutschland konnte Jana wieder zum Pinsel greifen und wieder mit dem Malen beginnen. In den weiten Feldern, an Flüssen und Seen, in der malerischen Umgebung von Ferdinandshof sucht und findet Jana oft Landschaften, die ihre Heimat ähneln. Und selbst wenn ich mir dieses Bild ansehe, ich male gerade Ferdinandshof, kann ich den gleichen Ort in Kramatorsk finden. Bei uns ist alles sehr ähnlich. Ich liebe alles Helle, Schöne, Sonnige. Die Natur ist das Schönste, was Gott geschaffen hat. Und deshalb liebe ich Landschaften. Jana verwendet unterschiedliche Materialien und Texturen für den Hintergrund ihrer Gemälde. Sie malt mit Öl, nicht nur auf Leinwand oder Papier, wie es für Künstler üblich ist. Jana hat auch Erfahrungen im Malen von Wandgemälden, an Hauswänden und an Eisentoren unterschiedlicher Größe. Vor allem aber liebt Jana natürliche Materialien wie Holz. Es ist schwieriger, darauf zu zeichnen. Es ist beispielsweise schwieriger, eine gerade Linie zu zeichnen. Ich kann auf allem zeichnen. Holz, kleine Steine aus dem Meer, die ich sammle und zeichne. Wenn ich ein großes Bild malen möchte, nutze ich natürlich auch eine normale Leinwand. Ich hatte ein Gemälde zum Thema Jesu Geburt gemalt, mit einer Ikone der Gottesmutter. Damit habe ich bei einem Wettbewerb den ersten Platz belegt. Und diese Ikone hängt noch immer in unserer Kirche in Kramatorsk. Daher kann ich überall malen, an Wänden, auf Holz, auf Leinwand. Jetzt zeichnet Jana immer häufiger zusammen mit ihrem Sohn. Er ist fast 3 Jahre alt. Zum Glück erinnert er sich nicht mehr an die Tage in den Kellern, unter dem Lärm des Luftalarms und auf der Suche nach Schutz vor drohenden Raketenangriffen. Oder daran, wie lang und scheinbar unüberwindbar die Reise, fast 2500 Kilometer für ihn und seine Mutter war, hin zu diesem sicheren Ort in Vorpommern. Aus dem vorpommerschen Ferdinandshof jetzt nach Mecklenburg, nach Waren-Müritz. Wir nehmen Sie mit auf einen kleinen Rundgang durch eine attraktive Natur- und Umweltausstellung, die schon seit 2007 ihre Pforten für Besucher öffnet. Das Müritzeum in Waren widmet sich derzeit in einer Sonderausstellung den Insekten. Dabei geht es vor allem um die Vielfalt, aber auch um die Gefährdung und den Schutz dieser facettenreichen Tiere. Anstoß für die Ausstellung war die Krefelder Studie, die über einen Zeitraum von 27 Jahren einen Rückgang der Insekten beobachten konnte. Um darauf aufmerksam zu machen, beschlossen die Museen des Nordostseeverbundes, eine Sonderausstellung ins Leben zu rufen, die nun seit 2 Jahren auf Tour ist und derzeit hier im Naturerlebniszentrum gastiert. An der Umsetzung in den Räumlichkeiten hier war Kuratorin Birte Schadlowski maßgeblich beteiligt. Die Artenvielfalt der Insekten, auch für sie faszinierend.
auch welche Anpassungsstrategien sie entwickelt haben, wie sie aussehen, welche Körperteile wie angepasst sind, damit sie in ihrem Lebensraum auch gut zurechtkommen und auch einfach welche Funktionen sie in unserem Ökosystem einfach haben. Ich glaube, das wird hier sehr gut deutlich, auch wenn man vielleicht Insekten suspekt findet oder nicht alle irgendwo Sympathieträger sind, dass jedes Insekt auf seine eigene Art und Weise besonders ist. Die Unterschiede in Form und Farbe sind bei den Insekten so vielfältig wie bei keiner Tierart sonst. Was sie allerdings alle gemein haben, ist der Aufbau ihres Körpers, was an einem Modell der Plattbauchlibelle im Maßstab 10 zu 1 gut sichtbar wird. Wir haben einmal einen dreigeteilten Körper, Kopf, Brust und den Hinterleib. Und hier am Kopf haben wir zwei Augen, das sind Facettenaugen, die bestehen aber aus mehreren tausenden Augen. Also hier bei der Libelle hätten wir so 30.000 Augen pro Facettenauge. Wir haben ein Exoskelett, das kann man sich vorstellen wie eine Ritterrüstung, und natürlich Haare, denn durch eine Ritterrüstung kann man relativ wenig fühlen und mit den Haaren können sie dann ihre Umgebung wahrnehmen. Andere Insekten, wie beispielsweise die Heuschrecke, hören mit ihren Beinen und die Fliegen schmecken ihre Umgebung mit den Füßen. Dass die Tierchen nicht nur lästige Plagegeister sind, sondern als Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere immens wichtig sind, wird hier in der Sonderausstellung besonders deutlich. Und auch die Menschen sind auf die Insekten in bestimmten Bereichen angewiesen. So werden nämlich zum Beispiel die Blüten der Kaffeepflanze von ihnen bestäubt. Oder aber auch Schokolade, die Kakaoblüte. Die zum Beispiel von der Kakaomücke bestäubt wird. Also sie haben eine unheimlich wichtige Funktion in unserem Ökosystem und ich glaube, ohne sie wäre unser Lebensraum deutlich artenärmer. Wer zum Artenschutz beitragen möchte, der kann sich ein Beispiel an diesem Modell eines insektenfreundlichen Gartens nehmen. Wir haben zum Beispiel eine Blühwiese, am besten natürlich mit heimischen Pflanzen, die dann von den Insekten auch angeflogen werden können. Wir haben ein Gewässer, für viele Insektenarten die Kinderstube ist, zum Beispiel für Libellenlarven. Auch die nicht ganz so beliebten Mücken haben da auch ihre Kinderstube. Wir haben natürlich auch ein Insektenhotel, das muss natürlich auch entsprechend bestückt werden, dass die Insekten das auch anfliegen. Also mit Schilfhalm zum Beispiel oder auch Holz für die Insekten, die im Holz leben. Natürlich auch Streuobstwiese, also die herunterfallenden Äpfel, sind natürlich auch dann wieder Nahrung für andere Insekten. Also ein vielfältig bestückter Garten. Totholz, auch ganz wichtig für Insektenarten. Da kann man schon einiges in seinem eigenen Garten, wenn Platz und Möglichkeiten vorhanden sind, machen. Facettenreiche Insekten, Vielfalt, Gefährdung, Schutz. Die Sonderausstellung kann noch bis zum 6. Oktober hier im Mürzeum in Waren besucht werden, bevor sie dann weiter Richtung Leipzig zieht. Qualitätshandwerk aus Neubrandenburg, Meban. Die Spezialisten für maßgeschneiderte Verschönerung ihres Eigenheims. Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Vom fachlich fundierten Beratungsgespräch über die individuelle Fertigung bis zur professionellen Endmontage, inklusive Wartungsservice und Festpreisgarantie. Unser Rundum-Sorglos-Paket zur Optimierung Ihrer Wohn- und Lebensqualität. Schauen Sie vorbei oder machen Sie mit uns gleich einen Termin direkt vor Ort aus. Wir unterstützen und begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem Traumhaus. Meban. Immer fair, immer gut, immer an Ihrer Seite. Ich liebe Aktivitäten in der freien Natur. Wandern, Radfahren, Golf spielen. Und damit es noch lange so bleibt, nehme ich Rosaxan, um meine Muskeln und Knochen zu unterstützen. Denn mit Schmerzen in den Gelenken wäre das alles nicht möglich. Danke, Rosaxan. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Sehr geehrte Damen und Herren, die Lage ist prekär.
Die Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, werden im Stich gelassen. Die Sozialversicherung, insbesondere die Kranken- und Pflegeversicherung, stehen vor einer finanziellen und personellen Katastrophe. Wer keinen Pflegedienst findet oder sich keinen leisten kann, der muss als Familie selber pflegen. Wer selber pflegt, der fehlt. Er fehlt am Arbeitsplatz, er fehlt in der Wirtschaft. Der Pflegekrise folgt die Wirtschaftskrise. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Pflege gestalten. Packen wir es an, kommen Sie zu unseren Bürgerdialogen. Mehr Informationen finden Sie in der regionalen Presse oder auf www.pflegeleidenschaft.de. Jetzt haben wir vor Veranstaltungstipps und Wetteraussichten abschließend noch zwei Nachrichten zu aktuellem Baugeschehen für Sie. Richtfest in Burg Stargard. Endlich ist es soweit. Wir stoßen an auf euer Haus. Wir wünschen euch nun Saus und Braus, auch Liebe, Frieden und viel Glück. In eurem Haus steckt auch ein Stück. Das macht uns glücklich und auch stolz. Drum hoch das Glas. Wir klopfen auf Holz. Zum Wohl! Ganze 7 Jahre hat es von den Planungen bis hin zu diesem Zeitpunkt gedauert. Dieses Glas zerschmeiße ich jetzt, dass hier immer Glück in diesem Hause ist. Dass an diesem Tag gefeiert werden konnte, den Handwerkern sei Dank. Freude auch bei Bürgermeister Thilo Lorenz. Dass wir den Meilenstein jetzt heute hier erreichen konnten, das macht mich schon sehr, sehr froh, dass also auch die Baufirmen quasi hier richtig rangeklotzt haben in den letzten 7 Monaten. Weil, wie gesagt, 7 Jahre vor Planung quasi, also dieser ganze bürokratische Aufwand, den man da betreiben muss. Und insofern bin ich eigentlich tatsächlich sehr froh, dass wir jetzt so heute hier beim Richtfest angekommen sind. Und jetzt steht noch 7, 8 Monate hoffentlich nur noch bevor, bis wir dann tatsächlich die Baustelle fertig haben hier. Bei dem anschließenden Rundgang durch den Rohbau konnten sich die Besucherinnen und Besucher des Richtfestes einen Eindruck davon verschaffen, was hier entstehen soll. Auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück hier am Papiermühlenweg werden nach Fertigstellung im Innenbereich gut 700 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Derzeit werden in Burg Stargard 200 Betreuungsplätze für Kinder angeboten. Mit dem Neubau der Kindertagesstätte kommen dann noch 84 hinzu. Man muss aber einschränkend sagen, es bestehen auch in einer anderen Kita, bestehen natürlich auch dann nach vielen Jahren auch Sanierungsbedarfe. Also insofern wird sich das so ein bisschen ausgleichen. Aber ansonsten ist es natürlich generell so, dass wir hier mit der Kita, die ist auf dem neuesten Stand, die Räume werden die entsprechende Größe haben. Da gibt es Essensmöglichkeiten nach den neuesten Standards, sage ich mal so. Und das wird vor allen Dingen sozusagen für die Betreuung der Kinder von großem Vorteil sein, aber auch die Kinder, glaube ich, werden sich hier am Standort sehr wohlfühlen. Ein bisschen müssen sich die Kinder aber noch gedulden. Aller Voraussicht nach wird das Gebäude im Sommer 2025 fertig sein. Infolge der Sanierung der großen Wollweberstraße in der Neubrandenburger Innenstadt wird es ab dem 30. September zu einer ersten Vollsperrung kommen. Aus der Dümperstraße ist die große Wollweberstraße dann etwa 2 Wochen lang nicht mehr befahrbar. Die Einmündung wird zur Verlegung des Regenwasserkanals und anderer Medien dicht gemacht. Eine Umleitung erfolgt über die kleine Wollweberstraße, die Stargarder Straße und die Schulstraße. Bereits seit Anfang August wird die große Wollweberstraße im ersten Bauabschnitt saniert und ist nur noch stadtauswärts befahrbar. Ende 2025 soll die Gesamtmaßnahme abgeschlossen sein. Hallo und herzlich willkommen im Autowaschpark Picobello. Ich bin Katja Nawrocki, Inhaberin und Geschäftsführerin vom Autowaschpark Picobello. Mein Betrieb gibt es seit 1994, welchen meine Eltern aufgebaut haben. Damals wie heute legen wir großen Wert auf Qualität.
Aus diesem Grund habe ich im Oktober 2019 eine komplette Sanierung durchgeführt und eine moderne Waschstraße mit textilem Waschmaterial einbauen lassen. Bei uns kümmern sich 7 Mitarbeiter um Ihr Auto. Zusätzlich zur Autowäsche bieten wir ein umfangreiches Angebot an Reinigung und Pflege an. Dafür steht Ihnen unsere Pflegeabteilung zur Verfügung. Und zu guter Letzt haben wir seit 2003 ein eigenes Reisebüro, das Reisebüro Picobello. Jahre Neuwoba, unser Zuhause seit Generationen. Immer am Puls der Zeit sind wir verlässlich für Neubrandenburg und seine Menschen da. Die Neuwoba präsentiert Ihnen das Wetter auf Neu 1. Jahre Neuwoba, unser Zuhause seit Generationen. Immer am Puls der Zeit sind wir verlässlich für Neubrandenburg und seine Menschen da. Die Neuwoba präsentierte Ihnen das Wetter auf Neu 1. Das war unser aktuelles Neu 1-Journal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche und uns allen einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Tschüss.